Es tut verdammt gut, sich sicher zu fühlen. Doch viele vermissen dieses Gefühl der Sicherheit und nehmen die Sache in die eigenen Hände. Sie bilden sich oft nach Einbrüchen zum Selbstschutz vor Kriminellen. Und die Rede ist hier von Bürgerwehren. Das ist ein Zusammenschluss von patrouillierenden Bürgern, die darauf ausgelegt sind, Täter auf frischer Tat festzuhalten, bis die Polizei kommt. Jahrelanger Stellenabbau bei der Polizei und die steigende Zuwanderung rufen bei so manchem eine gefühlte Unsicherheit hervor. Und deshalb gibt es in den vergangenen Tagen im Internet immer häufiger Aufrufe, sich einer Bürgerwehr anzuschließen. Doch Bürgerwehr ist nicht gleich Bürgerwehr. So stellt man sie sich vor. Ganz normale Menschen, die sich zusammenschließen und abends durch die Straßen patrouillieren. Ihr Ziel? Vermeintliche Einbrecher und andere Kriminelle auf frischer Tat ertappen. Wie die Volksstimme schreibt, gibt es in Barleben so eine Art Bürgerpolizei bereits. Der Chef der Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalts hält das für keine gute Idee. Die Bildung von Bürgerwehren halte ich für den falschen Weg. Das ist auch keine Unterstützung für die Polizei. Diese Bürger begeben sich in Gefahrensituationen für sich selber. Zivilcourage ist ein schönes Wort, aber das ist keine Zivilcourage. Das ist eigentlich Bildung von Bürgerwehren. Versucht man, Polizeiarbeit zu gewährleisten, die man nicht gewährleisten kann, weil man dazu nicht ausgebildet ist, nicht die Fähigkeiten und nicht die Fertigkeiten hat. In Sachsen-Anhalt gibt es ganz verschiedene Gruppierungen. Da gibt es zum einen die seit einigen Wochen bestehende sogenannte Nachbarschaftshilfe in Barleben. Über soziale Netzwerke stehen die Menschen in Kontakt und melden Auffälligkeiten in ihrem Ort. Unsere Interviewanfrage blieb heute allerdings unbeantwortet. Auch in Magdeburg will sich eine Bürgerwehr gründen. Seit Samstag suchen die Organisatoren in sozialen Medien nach Unterstützern. Wer dahinter steckt, ist namentlich bisher nicht bekannt. Nach zwei Tagen finden schon fast 3.400 Menschen diese Idee gut. Eher im Verborgenen und in nicht öffentlichen Gruppen im Internet agiert hingegen eine ganz andere Bürgerwehr. Sie präsentieren sich vermummt. Ihre Mitglieder stufen Experten als immer gewaltbereiter ein. Das führt so weit, dass auch Gegner angefeindet werden, wie aktuell der grüne Landtagsabgeordnete Sören Herbst. Ihm wurde heute mit einer Dauerkarte im Krankenhaus gedroht, eine neue Stufe der Gewaltbereitschaft. Bürgerwehren, egal in welcher Form, Polizeigewerkschafter lehnen sie ab. Aus meiner Sicht leben wir in Deutschland in einem sicheren Staat und es wird nicht unsicherer, weil ich habe es ja eben schon gesagt, wir werden alle gesetzlichen Aufgaben in der Polizei erfüllen. Das natürlich unter erschwerten Bedingungen, ist keine Frage. Hier ist eindeutig die Politik gefordert und das erwarte ich auch von der Politik, schnell zu handeln. Im Netz bildet sich inzwischen auch Widerstand gegen die Bürgerwehren. Und wir sprechen jetzt in Stendal mit Professor Thomas Kliche. Er ist Experte für politische Psychologie. Ja, guten Abend. Wie wir gerade gesehen haben, wollen ja einige Recht und Ordnung selbst in die Hand nehmen und planen die Gründung von Bürgerwehren. Ist das eine neue Form des Protestes? Eine neue Form von Protest, aber vor allem auch von Propaganda, von Dramatisierung. Da ist Rauch, da muss auch ein Feuer sein. Ansonsten ist es erstmal relativ harmlos, denn die wenigen Studien, die wir über solche Bürgerwehren haben, zeigen, dass die kein Verbrechen auf der Welt verhindert haben und dass die Leute relativ rasch wieder auseinanderlaufen, wenn es kalt wird oder wenn es langweilig wird, hinter irgendwelchen Autos herzufahren. Ja, der Ruf nach Bürgerwehren wird mit steigender Kriminalität begründet. Die Polizei widerspricht dem, die Kriminalität sei durch den Flüchtlingsansturm nicht gewachsen. Woher kommt dann der Wunsch nach mehr Sicherheit? Also im Windschatten des Flüchtlingsansturms ist die Kriminalität gewachsen. Wir haben Hunderte von Brandstiftungen, von rechtsextremen Brandstiftungen. Wir haben Dutzende von Schlägereien und Übergriffen. Wir haben schon erste einzelne Mordfälle. Da ist ein vierjähriger Junge entführt, vergewaltigt und ermordet worden, ein Flüchtlingskind. Das heißt, wir haben eine Zunahme der Kriminalität von Seiten der Rechtsextremen und wir haben auch noch einen indirekten Effekt dieser Bürgerwehren. Denn die Bürgerwehren müssen ja irgendwie von der Polizei betüdelt werden, damit die nicht irgendwie seltsame Ideen entwickeln. Das heißt, die kommen dann an mit irgendwelchen Meldungen, da ist ein Auto gesichtet worden und jetzt passiert gleich ein Verbrechen, die Polizei muss dem nachgehen. Und für jeden Blindgänger, den die Bürgerwehren liefern, wird die Polizei von der Verfolgung realer Verbrechen abgezogen. Sind Bürgerwehren also eventuell nur ein Alibi-Name für die Zunahme von Gewaltbereitschaft? Noch ist das alles eine große Gemengelage und die Menschen ringen, und das ist auch sehr verständlich,
verzweifelt darum, eine Orientierung in dieser sehr, sehr neuen, historisch einschneidenden Veränderung zu gewinnen. Und unter uns gesagt, das wird Jahre dauern. Wir werden Jahre brauchen, um uns in dieser neuen Situation vernünftig einzurichten. Das ist keine Kleinigkeit alles. Also man wird da einfach Geduld haben müssen und langfristige Blickrichtungen entwickeln. Wie sollte also der Staat, die Gesellschaft auf solche Entwicklungen reagieren? Sie meinen auf die Bürgerwehr? Ja. Ich finde, die Polizei macht das ganz gut. Die sagt, gut, Freunde, wenn ihr da seid, wir nehmen mal Kontakt zu euch auf und schauen, dass ihr so arbeitet, dass wir zusammenarbeiten und dass ihr uns nicht stört. Und mehr kann man, glaube ich, auch nicht machen. Denn natürlich ist niemandem zu verwehren, dass er mit seinem Auto nachts über einsame Straßen fährt. Vielen Dank, Thomas Kliche. Dankeschön.